So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen die Aussichtspunkte besuchen. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal ein kleiner Hinweis. Ihr wisst ja, mein Creator-Code immer noch aktiv. In dem Sinne, wer mich wieder unterstützen will, gerne YT-Family eintragen. Also Grüße gehen an der Stelle schon mal raus. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Was haben wir zu tun? Genau, besuche Aussichtspunkt, die schöne Schlucht und Mounty Cay. So, wir gehen hier oben erstmal zur Wetterstation, würde ich sagen. Dann müssten wir eigentlich gucken, dass den Punkt dürfte ich auch noch hinkriegen. Und da oben den, der wird wahrscheinlich schwieriger, aber die zwei dürften safe in der Runde hinkriegen. Wir gucken jetzt einfach mal. Ist das der höchste Punkt gemeint oder ist die Wetterstation gemeint? Der Mount Kay müsste eigentlich der Berg gemeint sein. Wir gucken uns einfach mal an. Nicht, dass wir den Fehler machen, gehen nur zur Wetterstation, weil dann können wir erstmal den ganzen Weg außen rum gehen. Aber Mount Kay ist ja der höchste Punkt eigentlich auf der Map. Jetzt kommen wieder die ganz schlauen. Ja, der heißt auch Mount Kay. Und. Bing, 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 bing. Und. Töre. So, den Punkt haben wir schon mal. Zeigt er mir das jetzt auf der Map an? Natürlich nicht. Das war er, oder? Doch, er zeigt mir an. Der ist noch drin. Dann markiere ich den als nächstes. 800 Meter. Sind ein paar Meter. Ich glaube, in einer Runde wird schwierig werden. Aber wir probieren es einfach aus. Entweder oder. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, wo jetzt die drei Punkte sind, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Bing, bing, bing. Und keine Angst, ich spiele immer noch Fortnite. Und ich werde euch halt jetzt auch wieder mit den Aufgaben unterstützen. Auch wenn die Aufgaben, wie wir schon gesagt haben, deutlich einfacher geworden sind. Oh, Radio aus. Zack. Ultra nervig. So, wir düsen jetzt einmal hier durch. Bester Autofahrer im West. Einmal hier durch. Ah, Gott. Ja. Ist halt kein Geländewagen. So, ich sag ja, den Punkt kriegen wir definitiv hin, weil da ist auch die Zone. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es bei euch anders ist und nicht so gut klappt. Aber dann einfach nochmal eine neue Runde starten und dann wird es schon funktionieren. So, den Punkt haben wir auch. Oh wei, oh wei, oh wei. Auto kaputt, Radio geht wieder an. So, der dritte Punkt war da. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, lassen uns die Gegner überhaupt da durch? Jetzt wäre natürlich Helikopter wieder nicht schlecht. Ja. Die war natürlich wieder Weltklasse gelegt. So, wir sind jetzt in der Mitte, 600 Meter noch, aber wir... Hallo. Der gute alte Sand, den ich überhaupt nicht leiden kann. Einmal düsen, komm, nimm Tempo auf. So, sind schon nur noch 550 Meter. Nur gucken, dass wir auf keine Straße kommen oder so. Ist nur einfacher gesagt als getan. Den Gegner wollen wir natürlich auch keine haben. Ja, der Fluss ist dazwischen. Komm ich hier außen rum? Ja. Zack. So, da außen rum. Können sich ruhig den Loot holen, der interessiert mich nicht. Nur keine Straße. Wenn keine Straße, dann können wir es schaffen. Nur 270 Meter, aber müsste eigentlich der Berg sein, meine ich. Der hier direkt vor uns. Da, wo der gute alte Fußball oben drauf liegt. So, wenn jetzt keiner groß Faxen macht, müsste es eigentlich machbar sein. Materialien haben wir ja in Gruppenkeile sowieso immer. Da haben wir noch eine Dings. Eine Dings. Man nennt sie auch Pulser. Und schon haben wir die Aufgabe geschafft. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 4 Minuten. Mit Intro. Quasi. Also, in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr seht, es ist ganz einfach machbar. Nehmt am besten dieselbe Route. Ihr seht es ja, ganz easy zu machen. Und der Sturm, ja, locker schafft ihr das. Also, in dem Sinne, euch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.